Nur schau dir mal dieses Haus an, sagte Max, der seinen Blick auf seinen Hund richtete. Der Hund schaute erwartungsvoll zu ihm hinauf. Schwanzwedelnd stupste sie die Hand ihres Herrchens. Und ich werde mich hier auch nicht dumm und dusselig heizen, fragte er die Maklerin, die ihn freundlich ansah. Miss Donovan war eine reizende Person und schien in ihrem Job sehr kompetent zu sein. Keine Sorge, Mr. Hefner. Dieses Haus wurde in den späten 70ern gebaut und es wurde in den 90ern rundum saniert. Neue sanitäre Einrichtungen, neue elektrische Anlage, die Wände wurden neu verputzt und die Außenwand wurde auch gedämmt. Rundum ein Haus, wo man sich wohlfühlen kann. Er schaute wieder zu seinem Hund und streichelte diesen über den Kopf. Na, was hältst du davon? Mit dem gleichen erwartungsvollen Blick schaute der Hund nach oben und legte den Kopf schief. Ein kurzes Bellen schien die Antwort zu sein. Na, dann scheint ja wohl alles klar zu sein. Der Hund genoss die Streicheleinheiten am Kopf. Und Hunde sind hier wirklich kein Problem? Keine Bange, Mr. Hefner. Die Nachbarn sind sehr zuvorkommend und freundlich. Es gibt 3 Straßen weiter eine Hundewiese. Da kann sich ihr kleiner Racker richtig austoben. Rackerin, sagte er zu ihr und lächelte. Sie schaute etwas verlegen zur Seite. Nicht schlimm. Nicht jeder schaut bei einem Hund nach dem Geschlecht. Wie heißt Ihr Hund denn? Das ist ein sehr schönes Tier. Fragte sie neugierig und kraulte dem Hund ebenfalls am Kopf. Oh-oh, sagte Max und Miss Donovan schaute fragend zu ihm. Was ist? Stimmt etwas nicht? Sie mag sie. Sie werden sie, bis wir hier fertig sind, nicht mehr los. Und ihr Name ist Libby. Eine energiegeladene Border Collie-Hündin. Ach so, meinte sie mit einem leichten Lachen in der Stimme. Was ich noch fragen wollte, fuhr Max fort. Gibt es hier in der Wohngegend irgendwas zu beachten? Ruhezeiten, keine Feten oder gar Besuch unerwünscht? Die Nachbarn sind zwar älteren Semesters, aber nicht von gestern. Wenn Sie eine Party planen, geben Sie den Nachbarn in der Umgebung nur Bescheid, dann ist alles in Ordnung. Ab 22 Uhr möchten hier die Leute aber Ruhe haben. Von Zeiten einer tollen Party mal abgesehen. Sonst sind sie ziemlich relaxed. Das freut mich. Wollen wir uns die Räume ansehen? Fragte sie und Max stimmte zu. Die Räume sind möbliert. Wenn Sie aber Ihre eigenen Möbel mitbringen wollen, ist das kein Problem. Wir würden dann einfach eine Firma schicken, die die vorhandenen Möbel wegschafft. Ich denke mal, das geht schon klar. Allzu viel bringe ich nicht mit. Das Wohnzimmer ist nach dem Vorbild der 70er eingerichtet. Fernseher mit Kabelanschluss, Hi-Fi-Soundanlage und ein riesen Sofa. Die Küche bietet einem alles, was man zur Zubereitung von Speisen benötigt. Schlaf- und Arbeitszimmer sind jetzt nicht gigantisch groß, aber komfortabel möbliert. Ich habe mir die Freiheit genommen, die alte Matratze des Bettes durch eine neue zu ersetzen. Sie brauchen also keine Angst zu haben, in 20 Jahre altem Staub und Milben zu schlafen. Sie gingen von Raum zu Raum. Er fühlte sich schon jetzt so, als wäre er nach Hause gekommen. Sein Hund folgte auf Schritt und Tritt und schien sich ihrerseits bereits wohlzufühlen. Miss Donovan, sagte er entschlossen, ich glaube, ich werde mich hier wohlfühlen. Bleibt nur noch das Finanzielle. Sie gingen in die Küche und setzten sich an die kleine Bar. Sie trug eine kleine Aktentasche mit sich, die sie auf die Bar legte und einen flachen Ordner herausnahm. Dies ist ein Standardvertrag, Mr. Hefner. Mit einer Unterschrift bestätigen Sie das Mietverhältnis. Die Miete wird in Höhe von... mal sehen. Sie sah so aus, als würde sie in ihrem Kopf eine Berechnung anstellen. Eigentlich liegt die Miete bei $500. Aber da Sie der Erste seit circa 10 Jahren sind, der dieses Haus bezieht, komme ich Ihnen entgegen. Sie holte einen Füllfederhalter aus ihrer Aktentasche. 450 warm, Telefon, Fernseher und Gas wird gesondert abgerechnet. Max rechnete seinerseits im Kopf seine finanziellen Mittel und hob den Kopf. Okay, $450 für dieses Traumhaus, das ist ein super Angebot. In Ordnung. Sie begann mit der Datenerfassung auf dem Vertrag. Die Miete wird in Höhe von $450 monatlich fällig. Ob Sie einen Dauerauftrag oder uns eine Einzugsermächtigung erteilen, liegt bei Ihnen. Ich glaube, da werden wir uns auch noch einig, sagte Max freundlich und unterschrieb den Mietvertrag. Und wann wollen Sie einziehen? Fragte sie, als sie den Ordner zurück in ihre Aktentasche packte. Ich werde schon nächste Woche hier einziehen.
Mein neuer Job, den ich hier gattern konnte, beginnt in 2 Wochen. Da habe ich noch genug Zeit, die Umgebung kennenzulernen. Das ist schön. Sollten Sie noch Fragen haben, haben Sie unsere Telefonnummer. Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen. Sie reichten sich die Hände und beide verließen das Haus, das nun der neue Wohnsitz von Max Hefner war. Max ist ein Mann mittleren Alters. Seine bekannten Mitmenschen bezeichneten ihn als dynamisch, lebensfroh und sehr genau, was seine Arbeit betrifft. Er selber zählte sich nicht zu den Leuten, die Arbeit für das höchste Gut halten. Erst leben, dann arbeiten. Man soll ja schließlich auch was vom Leben haben. Aber wenn er auf Arbeit ist, ist er sehr genau und voll dabei. Einen guten Job machen ist auch nicht zu verachten. Er fand Miss Donovan für sehr kompetent, da sein Beruf nicht weit weg von ihrem war. Er verkaufte Autos und das sehr gekonnt. Da er sehr gut mit Menschen umgehen konnte, hatte er eine gute Verkaufsbilanz. Er konnte einen Job als Verkäufer bei Smith & Cullen ergattern, die Gebrauchte als auch Neuwagen verkauften. Er sehnte sich nach einem wohnlichen Tapetenwechsel und zog nun nach Castle Rock zwischen Denver und Colorado Springs. Im Circle Drive 2031 fand er nun auch sein neues Wohnglück. Er organisierte seinen Umzug und war binnen einer Woche in sein neues Haus eingezogen. Miss Donovan hatte mit der Nachbarschaft recht gehabt. Sie hießen ihn herzlich willkommen mit der alten Tradition von Brot und Salz und er fühlte sich wohl. Libby kam auch prima mit der Situation klar. Sie genoss die täglichen Spaziergänge zur Hundewiese, wo sie sich so richtig austoben konnte. Die 2. freie Woche verging wie im Fluge und er trat seinen Job bei Smith & Cullen an. Mr. Smith war ein angenehmer Mensch und Mr. Cullen eher der zurückhaltende Typ. Aber als sie beide sahen, wie professionell er mit den Kunden umging, wurde den beiden diese menschliche Bereicherung bewusst und sie verließen sich voll und ganz auf ihn. Innerhalb eines halben Jahres hatte er sich endgültig eingelebt und alles schien super zu laufen. An einem Septemberabend begann etwas, was unerklärlich wie beunruhigend war. Er fühlte sich den ganzen Tag seltsam. Ihm wurde schnell schwindelig und der Kopf begann um die Mittagszeit an zu schmerzen. Er warf eine Aspirin ein und er konnte den Tag irgendwie überstehen. Er stand vor seiner Wohnungstür und schloss die Tür auf. Wo war Libby? Die normalerweise zur Tür schoss, so wie er nur mit den Schlüssel raschelte. Er vernahm ein leises Fiepsen. Er rannte zum Schlafzimmer. Zum Glück, da war sie ja. Aber wieso war sie im Schlafzimmer eingesperrt? Er ließ sie doch immer in der Wohnung rumtollen. Sie war eine erzogene Hündin. Sie bellte nicht bei jedem vorbeifahrenden Auto oder bei jedem Klingeln oder Klopfen an der Tür. Sie rannte aus dem Schlafzimmer und wedelte um ihn herum und freute sich, dass ihr Herrchen wieder zu Hause war. Ein beklemmendes Gefühl durchzog ihn. War hier jemand in der Wohnung gewesen? Libby fremdelte nicht besonders. War also kein besonders guter Wachhund. Jeder Einbrecher sollte nach dem freundlich begrüßt werden. Er schaute sich im Haus um, konnte aber keine Anzeichen eines Eindringens oder ähnliches finden. Alle Fenster waren verschlossen und die Haustür war auch in Ordnung. Trotzdem wurde er dieses beklemmende Gefühl nicht los. Er beschloss, bei der Hausverwaltung anzurufen. Vielleicht könnte ihn das etwas beruhigen. Er ging zum Telefon und wählte die Nummer des Maklerbüros Hoffmann. Nach 3 elektronischen Klingeltönen nahm man auf der anderen Seite ab. Hausverwaltung Hoffmann, was kann ich für Sie tun? Guten Abend, Max Hefner mein Name. Ich wohne im Circle Drive 2031 und hätte gerne Miss Donovan gesprochen. Aber klar, einen Moment bitte. Eine elektronische Melodie ertönte im Hörer und nach 8-9 Sekunden wurde diese auch schon wieder unterbrochen. Mr. Hefner? Julia Donovan hier. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ich wollte nur mal fragen. Ich weiß, das klingt etwas komisch, aber... Nur raus damit, Mr. Hefner. Wird hier in der Wohngegend eigentlich auch mal eingebrochen? Sie haben recht. Das ist eine komische Frage. Sagte sie, aber es klang nicht unfreundlich. Mal im Ernst. Es kommt schon mal vor, dass ein Einbruch gemeldet wird. Aber wir haben einen Wachservice eingestellt, der in regelmäßigen Abständen durch die Straßen fährt.
Wieso fragen Sie? Wurde bei Ihnen eingebrochen? Nein, nein. Ich habe wohl heute Morgen versehentlich Libby eingesperrt und hatte die Befürchtung, dass hier jemand in mein Haus war. Oh, die arme Kleine. Aber ich kann Sie beruhigen. Seit circa einem Dreivierteljahr wurden keine Einbrüche gemeldet. Danke, Miss Donovan. Nicht dafür. Haben Sie sonst noch ein Anliegen? Nein, das war's eigentlich auch schon. Auf Wiederhören, Miss Donovan. Auf Wiederhören. Und damit war das Gespräch beendet. Und Max konnte sich etwas beruhigen. Er hatte wohl doch versehentlich Libby eingesperrt. Er ging mit ihr noch eine große Runde und öffnete ihr eine Dose mit leckerem Hundefutter. Mmh, Pansen. Oh, yummy. Freudestrahlend saß sie neben ihm und konnte es kaum erwarten, diesen leckeren Happen zu bekommen. Oh, ich weiß gar nicht, was ihr Hunde daran so lecker findet. Er verzog das Gesicht, als er dieses Futter in Libbys Futternapf umkippte. Für alle, die es nicht wissen, Pansen ist Kuhmagen. Und so wie Kuhmist riecht, so schnuppert auch Pansen. Nur schlimmer. Libby mampfte dieses stinkende Zeug nur in sich rein. Also ich weiß, du bevorzugst stinkende Sachen. Aber ich mach mir jetzt ein Rührei auf Toast. Riecht besser, schmeckt besser. Gesagt, getan. Er stopfte sich sein Rührei mit Toast rein und begab sich zu Bett. Um 0.03 Uhr wurde er durch das Telefonklingeln geweckt. Er träumte gerade so süß von saure Gurken, als er fast einen Herzschlag bekam. Er nahm den Hörer ab. Höfner? Fragte er und erwartete eine Antwort. Doch außer leises Rauschen und Knistern in der Leitung war nichts zu hören. Grummelig ging er zurück ins Bett und schlief weiter. Als ihm Sonnenstrahlen ins Gesicht schienen, machte er verknarzt die Augen auf und sah auf den Wecker. Ach du Ka! Weiter kam er nicht. Er hatte verschlafen. Der Wecker war nicht eingeschaltet. Verdammt, 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 verdammt! Dies war die einzige Artikulation, die er hinbekam. Er verrichtete so schnell es ging die Morgenpflege und machte, dass er zu seiner Arbeit kam. Da das erste Mal verschlafen war, wurde er nicht böse gerügt. Ein junges Pärchen war bereits im Verkaufsladen mit den Aufstellungsautos und ihm wurde angewiesen, diese zu betreuen. Mit freundlichen Lächeln ging er auf die beiden zu und begrüßte sie. Einen schönen guten Morgen! Kann ich Sie für einen Wagen begeistern? Die beiden sahen ihn an und wollten sich nur allzu gerne von ihm beraten lassen. Sie nannten ihm ihre Wünsche und wozu sie diesen Wagen benötigen. Ah, verstehe. Wunderbar. Es gibt da mehrere Modelle. Wenn Sie sich für einen Van interessieren, hätten wir hier diesen silbernen Chevrolet. Sehr komfortabel, mit vielen Extras und jede Menge Platz, sollte bald der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Das junge Pärchen sah sich gegenseitig an und schaute daraufhin stirnrunzelnd zu Max. Soll das ein Witz sein? Fragte der junge Mann etwas abfällig. Warum? Gefällt er Ihnen nicht? Die Worte stockten. Als er sich umdrehte, stand er vor einem knallroten Pontiac. Sportausführung. Oh, Verzeihung. Er suchte nach Worten, die nicht herauskommen wollten. Die beiden sahen sich nochmals an, drehten sich um und verließen den Laden und ließen ihn wie einen bedröppelten Hund stehen. Mr. Höfner, könnte ich Sie kurz sprechen? Auch das noch. Zum Glück ist Mr. Cullen auf Geschäftsreise. Mr. Smith ist da nicht so streng. Natürlich, Sir. Er ging in das Büro von Mr. Smith. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Sie sehen schlecht aus. Ich habe nicht besonders gut geschlafen. Und wie Sie ja wissen, habe ich danach verpennt. Bin nur etwas verpeilt. Hoffend darauf, dass er nicht doch noch einen Einlauf bekommt, sah er seinen Chef an. Ach, keine Bange, Mr. Höfner. Das passiert schon einmal. Nehmen Sie sich erst einmal einen Kaffee und lassen Sie es heute etwas ruhig angehen, okay? Mr. Smith lächelte freundlich. Ja, danke, Sir. Er ging zum Kaffeeautomaten und ließ sich einen großen Pott Kaffee zubereiten.
Das schwarze Gold floss heiß und mit viel Aroma den Hals runter. Er brachte den Tag irgendwie zu Ende, ohne noch mehr Kunden zu vergraulen, und ging nach Hause. Auf dem Heimweg sah er nach oben und bemerkte leichten Nebel, der über der Stadt hing. Sein Kopf begann etwas zu schmerzen. Er schloss seine Haustür auf und betrat den Flur. Libby kam freudig auf ihn zugerannt und konnte es wohl kaum erwarten, eine Runde Gassi zu gehen. Dies müsste er wohl noch unbedingt machen. Libby war zwar stubenrein, aber auch wir Menschen können unser Geschäft nicht ewig zurückhalten. Er beschloss sich, eine Schmerztablette reinzuhauen und eine Runde Gassi zu gehen. Ein Glas aus dem Küchenschrank war schnell geholt, und als er das Wasser aufdrehte, kippte er dieses schnell wieder in den Ausguss. Was war da in dem Wasser? Rost? Auch das noch. Er ließ den Wasserhahn so lange offen, bis das Wasser wieder klar war, und füllte erneut sein Glas. Tablette in den Mund und das Wasser hinterher. Schmeckte immer noch nach Rost. Während er mit Libby Gassi ging, wirkte auch die Tablette und die Schmerzen waren weg. Nach einer Stunde ausführlichen Hundeauslauf aß er zu Abend und nahm noch eine erfrischende Dusche. Auch im Bad musste er das Wasser etwas laufen lassen, da es auch da bräunlich aus den Leitungen kam. Er ging zu Bett und wälzte sich von Seite zu Seite. Was war das? Ein Rascheln neben seinem Bett. Er sah zur Seite. Ah, Libby wuselte neben seinem Bett. Aber warum starrte sie ihn so an? Libby ging langsam um sein Bett herum, immer den Blick auf ihn gerichtet. Max wusste nicht, was das sollte. So etwas machte sie normalerweise nicht. Und warum traute er sich nicht, sie anzusprechen? Mit einem Sprung hüpfte sie aufs Bett. Genau über ihn. Sie sahen sich gegenseitig an. Luna fletschte langsam die Zähne und begann zu knurren. Ein tiefes, gurgelndes Knurren. Libby, Süße, sagte er vorsichtig. Was ist mit dir? Aus! Dieser kurze Befehl wurde völlig ignoriert. Als er aufstehen wollte, sprang sie vor und verbiss sich in seinen Hals. Er schlug und trat um sich, doch Luna ließ nicht ab von ihm. Er bekam keine Luft mehr. Blut füllte seine Kehle. Er konnte nur noch gurgeln. Er riss die Augen auf. Er schrak hoch und griff sich an den Hals. Zum Glück, es war nur ein Traum. Libby stand schwanzwedelnd neben seinem Bett. Er stand auf und... Was ist denn da los? Entfuhr es ihm, als er aus dem Fenster gegenüber seines Bettes sah. Nebel? Er trat zum Fenster und sah nach draußen. Der Nebel, der draußen herrschte, war so dicht, dass er keine 3 Meter weit sehen konnte. Und es war still. Er hörte keine Umgebungsgeräusche, kein Vogelgezwitscher, keine Autos. Er schob das Fenster nach oben und zog es sofort wieder zu, als ihm ein ekelhafter, fauliger Geruch entgegenkam. Er zog sich rasch etwas an, wickelte sich einen Schal um den Mund und ging zur Haustür. Libby, Platz! Der Hund hörte aufs Wort und ließ sich runter. Bleib! Auch diesen Befehl würde sie nicht missachten. Vorsichtig öffnete er die Tür und trat nach draußen. Libby blieb sitzen und streckte die Nase in die Höhe, um diesen merkwürdigen Geruch zu erschnuppern. Er ging 3-4 Meter nach draußen und konnte schon fast sein Haus nicht mehr sehen. Er hatte plötzlich das Gefühl, dass er erdrückt wird. Der Nebel wurde um ihn herum immer dichter. Die Sicht wurde immer kürzer. Er rannte zurück. Solange er noch das Haus sah, wollte er auch dahin zurückkommen. Er schloss die Tür und nahm den Schal ab. Er wollte sich übergeben. Der faulige Geruch hing im Schal. Besonders viel hatte dieser nicht abgehalten. Das Telefon! Ich muss jemanden anrufen, meinte er zu sich selbst und lief zum Telefon. Doch die Leitung
war tot. Er knipste das Licht an. Das funktionierte. Verdammt, der Fernseher! Vielleicht wird da was berichtet, sagte er, als er an Libby vorbeiging. Sie hatte nichts Besseres zu tun, als mit dem Schwanz zu wedeln. Ja, sie würde wohl viel lieber draußen spielen und ein Geschäft erledigen. Er schaltete den Fernseher an und wurde mit weißem Rauschen belohnt. Das Radio ließ auch nur statische Geräusche und Knistern von sich. Er war ratlos. Was sollte er jetzt tun? Ihm fiel keine bessere Lösung ein, als auszuharren. Vielleicht ist der Nebel bald verschwunden. Er hatte genug Filme gesehen, was man in solch einer Situation macht. Er checkte seinen Kühlschrank und sah nach, was alles an Essen vorhanden ist und wie lange er wohl damit auskommen könnte. Aber was ist mit Libby? Die Arme müsste ihre Geschäfte irgendwo erledigen. Es würde schwierig sein, einen Hund, der stubenrein ist, dazu zu bringen, in die Wohnung zu machen. Aber auch da hatte er schnell eine Lösung gefunden. Er räumte alles, was er an Pflanzen hatte, zusammen und kippte die Erde sowie die Pflanzen in die Duschwanne. So könnte sie ihre Geschäfte tätigen und er könnte es dort leicht säubern. Er stellte einen Stuhl vor ein Fenster, was zum Eingang zeigte, und sah nach draußen. Er hoffte darauf, jemanden zu sehen. Hoffentlich würde Rettung kommen. Und so saß er vor dem Fenster und starrte in den Nebel. Tagebuch von Max Häfner. Eintrag 1. Ich schreibe hier alles zusammen, um mich daran zu erinnern, was ich erlebe. Ich sitze seit 2 Stunden vor dem Fenster und schaue in den Nebel. Ich habe kein Zeitgefühl. Es müsste doch schon lange dunkel sein. Meine Armbanduhr steht auf 11.28 Uhr. Nur kann ich nicht sagen, ob morgens oder abends. Es scheint, als würden die Tage nicht zu Ende gehen oder beginnen. Bin verwirrt. Mein Kopf schmerzt. Werde mir eine Tablette reinhauen. Libby, geht es gut? Hat das Prinzip der Dusche verstanden? Guter Hund. Eintrag 2. Egal wie lange ich das Wasser laufen lasse, es bleibt rostig braun und schmeckt einfach seltsam. Hab etwas geschlafen. Nebel unverändert. Hilfe noch keine unterwegs. Hab bemerkt, dass meine Uhren im Haus und auch meine Armbanduhr stehen. Sie zeigen alle 11.28 Uhr. Fernseher und Radio nach wie vor kein Empfang. Was ist da bloß passiert? Eintrag 3. Irgendetwas huscht ums Haus. Habe gerufen, doch keine Reaktion drauf bekommen. Ich habe Angst. Libby hat es auch bemerkt und ihre Haare standen zu Berge. Sie rannte im Haus hin und her. Hab beschlossen, alles fest zu verriegeln. Fühle mich jetzt etwas sicherer. Und es ist immer noch hell draußen. Eintrag 4. Die Kopfschmerzen werden schlimmer. Was kann das nur sein? Radioaktivität? Ist das da draußen vielleicht radioaktiver Fallout? Ist ein Reaktor hochgegangen? Ein terroristischer Anschlag? Ich versuche so wenig wie möglich zu verzehren, um mein Essen zu strecken. Die Tabletten gehen mir langsam aus. Ach ja, das Wasser ist immer noch braun. Eintrag 5. Ich bekomme immer mehr Angst. Hab das Gefühl, dass etwas zwischen den Wänden rumhuscht. Libby hat nichts bemerkt. Hab mich mit einem großen Messer aus der Küche bewaffnet. Obwohl ich nicht weiß, wogegen ich mich verteidigen muss. Noch immer kein Kontakt zur Außenwelt. Libby kann sich glücklich schätzen. Ich habe mehr Hundefutter im Haus als Essen für mich. Wenn das so weitergeht, muss sie ihr Futter mit mir teilen. Eintrag 6.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit mittlerweile vergangen ist. Vorhin hat etwas gegen meine Haustür geschlagen. Ich hoffte erst, dass es Rettung sei. Doch ich hatte das Gefühl, was auch immer da draußen vor der Tür stand, ist mir nicht wohlgesonnen. Habe einen Schürhaken vor die Tür in den Boden geschlagen. Da sollte so schnell niemand durchkommen. Eintrag 7. Die Schmerzen machen mich wahnsinnig. Ich habe keine Tabletten mehr. Das Denken fällt mir immer schwerer. Hab heute Hundefutter gegessen, da ich nichts mehr habe. Libby nahm mir das aber nicht übel. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Aber das Hundefutter war leckerer, als ich dachte. Eintrag 8. Wie lange muss ich noch hier sitzen? Ich versuche zu schlafen, kann aber kein Auge zubekommen. Das Gehusche und Geraschel zwischen den Wänden macht mich noch verrückt. Habe ich schon erwähnt, dass ich keine Tabletten mehr habe? Keine Tabletten mehr habe? Eintrag 9. Jetzt kommt der Hunger. Mir ist fast schlecht vor Hunger. Ich trinke viel Wasser, um den Hunger zu ertränken. Aber das ist nur eine vorübergehende Lösung. Wie lange kann ich noch durchhalten? Libby knurrte mich vorhin an. Ich schätze, sie sieht in mich langsam ein leckeres Mahl. Eintrag 10. Libby, es tut mir leid. Aber bevor du mich gegessen hättest, musste ich dir zuvorkommen. Kann nicht weiterschreiben. Eintrag 11. Gefühlt bin ich seit 11, 12 Tagen hier gefangen. Hab gegessen, was da war. Muss mich nach etwas anderen Essbaren umsehen. Mir zerspringt der Kopf. Eintrag 12. Hab die Kernseife aus dem Bad gegessen. Hat geholfen. Der Hunger ist etwas gestillt. Eintrag 13. Ich kann. Er konnte nicht weiterschreiben. Sein Schädel war kurz vor dem Zerplatzen. Er riss die letzte Seite seines Tagebuches heraus und aß sie. Aber das würde genauso wenig vorhalten. Er verspeiste das komplette Tagebuch. Das Leder, worin das Tagebuch eingefasst war, machte er mit kochendem Wasser weich und verzehrte es. Danach setzte er sich wieder vors Fenster und starrte hinaus. Obwohl keine Uhren im Haus funktionierten, spürte er, wie die Zeit verging und der Hunger sich bereits seinen Weg bahnte. Früher oder später müsste er nach draußen gehen, um etwas Essbares zu finden. Nur würde er den Weg zurück nach Hause finden? Er haderte mit sich selbst, doch der Hunger trieb ihn dazu, den Beschluss zu fassen, herauszufinden, was da draußen ist. Er würde verhungern und vor Einsamkeit verrückt werden, wenn er es nicht wagen würde. Er riss ein Stück Tapete von der Wand und aß es. Hoffentlich würde ihm das etwas Kraft schenken. Er wickelte sich seinen Schal um, öffnete die Tür und war darauf gefasst, von etwas Unbekannten angegriffen zu werden. Doch es passierte nichts. Er trat in den Nebel. Schritt für Schritt entfernte er sich von seinem Haus, bis es endgültig im Nebel verschwunden war. Den Weg zurück würde er wohl nicht mehr finden. Er hatte das Gefühl, vom Nebel erdrückt zu werden. Immer stärker drückte der Nebel auf ihn und die Sicht wurde immer geringer. Und der Hunger knurrte wie eine wilde Bestie in seinem Magen. Doch, was war das? Mit müden Augen sah er plötzlich etwas auf dem Boden. Er ging langsam darauf zu. War das eine Melone? Eine verdammte Wassermelone! Endlich was zu futtern! Mit diesem Spruch rannte er darauf zu und hob die Frucht an. Tatsächlich! Das war eine Wassermelone. Er hob die Melone in die Luft
und zerschlug sie auf dem Boden. Sie zermatschte in alle Richtungen. Er stopfte sich das Fruchtfleisch in den Mund, genoss den frischen Geschmack. Saftig, lecker und süß. Er... Nehmen Sie die Hände hoch und legen Sie sich flach auf den Boden, bellte plötzlich ein Befehl. Was? Fragte Max, als er einen Polizisten vor sich sah. Die Sonne schien und überall standen Leute um ihn. Wo war der Nebel? Vorsichtig schob er sich ein weiteres Stück Melone in den Mund. Der Hunger war einfach zu groß. Ich sagte, legen Sie sich flach auf den Boden und die Hände auf den Rücken. Er verstand diesen Befehl nicht. Er verstand überhaupt nichts mehr. Wo war der Nebel? Woher sind plötzlich die ganzen Leute gekommen? Was wollte der Polizist jetzt von ihm? Er sah nach unten auf seine Hände. Seit wann waren Melonen so rot? Nein, das war kein Melonensaft. Das war Blut. Blut! War er verletzt? Sein Blick ging an seinen Händen vorbei auf dem Boden. Da lag eine Frau mit zerschmettertem Schädel und aufgerissenem Bauch. Er sah wieder auf seine Hände, die blutgetränkt waren. Nein, entfuhr es ihm. Das ist die letzte Aufforderung. Legen Sie sich auf den Boden und die Hände auf den Rücken. Was hatte er getan? Hatte er der armen Frau den Kopf aufs Pflaster geschlagen? Hatte er ihr den Bauch aufgerissen, um sie zu essen? In diesem Augenblick wurde er von zwei weiteren Polizeibeamten auf den Boden gedrückt und in Handschellen gelegt. Zentrale? Hier 217. Wir haben hier einen verdammten Kannibalen. Ja, verdammt nochmal. Schicken Sie eine Ambulanz. Ja, einen Kannibalen. Er hat einer Frau den Schädel eingeschlagen und ihre Organe angefressen. Das Einzige, was man von Max hörte, war wirres Lachen, Weinen und wüstes Geschrei, als er von den Beamten in einen Polizeiwagen gesetzt wurde und dieser mit Sirenengeheul davonfuhr. Polizeibericht von Detective Miranda Hart. Bericht über den Kannibalen von Castle Rock. Heute Morgen um ca. 11.20 Uhr bis 11.30 Uhr wurde ein Mann verhaftet, der auf offener Straße eine Frau angriff, ihren Kopf auf den Boden schlug, sodass dieser zerplatzte. Die Frau war auf der Stelle tot und hat glücklicherweise ihr weiteres Materium nicht mehr mitbekommen. Laut Zeugenaussagen hatte dann der Täter, der sich als Max Hefner herausstellte, den Bauch der toten Person aufgerissen und begonnen, ihre Innereien zu verzehren. Die dazugerufenen Streifenpolizisten haben dann den Täter mit Gewalt davon abgehalten, weiterzuessen. Laut den Beamten hatte er plötzlich sehr verwirrt und irritiert gewirkt. Der Täter bleibt bis zur öffentlichen Anklageerhebung in psychiatrischer Aufsicht. Sein Haus wurde durchsucht. Dabei fand man einen Hundekadaver, der ebenfalls angefressen war. Die Spurensuche wurde dazugeholt und man machte einen merkwürdigen Fund. Im Wasserfilter, der das ins Haus fließende Wasser reinigt, hat man eine Substanz unbekannter Herkunft gefunden. Laut Laborarbeiter des Castle Rock Police Department handelt es sich um eine Droge, die Halluzination, Zeitverlust und Hunger hervorruft. Die Hausverwaltung hatte darüber keine Kenntnis und auch die Handwerker, die in diesem Haus tätig waren, kommen dafür nicht in Frage. Einige von ihnen sind bereits verstorben und der Rest ist in Castle Rock bekannt und haben einen guten Ruf. Auch fehlt es den Leuten an ausreichende Kenntnisse von Chemie oder das Herstellen von Drogen. Es bleibt zu hoffen, dass Mr. Hefner durch psychologische Behandlung soweit wiederhergestellt wird, um uns bei den Ermittlungen behilflich zu sein. Vorläufiger Bericht von Detective Miranda Hart, Castle Rock Police Department.